Hallo zusammen, ich bin's Veda und diesmal mit einem Video über Concealer. Und Concealer benutzt man, um Hautmakel abzudecken bzw. zu kaschieren. Und wie ihr seht, habe ich ziemlich starke und ganz schreckliche Augenringe. Und die wollen wir mal in die Flucht schlagen. Um eure empfindliche Augenpartie auf den Concealer vorzubereiten, tragt ihr am besten vorher eine Augencreme auf und lasst diese einwirken. Ich benutze in diesem Fall aber einen feuchtigkeitsspendenden Augenstift und dieser ist von Agnes B. Durch diesen Stift werden Tränensäcke gemindert und dunkle Augenringe. Ganz praktisch, weil der ziemlich schnell einzieht und einen sehr, sehr abkühlenden, frischen Effekt hat. Wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, erreicht man durch einen grünen Concealer, dass rötliche Stellen auf der Haut kaschiert werden, weil grün die rötliche Farbe neutralisiert. Und umgekehrt, so schwarz-bläuliche Stellen wie meine Augenringe werden kaschiert durch Orange, weil die orangene Farbe diese bläulich-schwarze Farbe neutralisiert. Und das hier ist ein Lippenstift. Und wenn ihr einen orangen Lippenstift für die Augenpartie kauft, dann solltet ihr darauf achten, dass da keine Glitzerpartikel drin sind, weil ihr wollt ja nicht albern rumglitzern. Ihr könnt diese Farbe beliebig mit dem Finger auftupfen. Ich benutze in diesem Fall einen kleinen Pinsel. Und ihr platziert die Farbe genau da, wo die dunklen Augenringe sind. Könnt ihr auch gut erkennen, wenn ihr den Kopf nach unten neigt. Achtet bitte darauf, dass ihr immer ganz zart mit der Augenhaut umgeht. Also keine brutalen Bewegungen, sondern am besten ihr nehmt euren Ringfinger, weil der Ringfinger am wenigsten Druck aufbauen kann und die Haut bzw. das Fleisch am Ringfinger am weichesten ist. Über dieser inzwischen gut verblendeten orangenen Farbe tragt ihr euren Concealer auf. Mein Lieblingsconcealer ist der Clinique Airbrush Concealer. Und dieser Concealer, der ist richtig gut. Der hat eine richtig, richtig gute Deckkraft. Für eine günstigere Variante empfehle ich den Concealer von L'Oréal. Und wenn ihr eine ziemlich trockene Augenpartie habt, so wie ich, dann empfehle ich den Concealer mit eine Augengelcreme zu mischen. Eine Augengelcreme deswegen, weil sich eine gelige Textur besser mit Concealer vermischen lässt als eine normale Augencreme und dadurch wird die Farbe von dem Concealer auch nicht verfälscht und es lässt sich sehr leicht verteilen. So, ich gebe jetzt den Concealer auf meinen Handrücken. So viel ungefähr. Je nachdem, wie viel ihr persönlich braucht. Und Augengel benutze ich von Balea. Davon gebt ihr einen kleinen Tropfen dazu. So ungefähr. Das vermengt ihr dann auf dem Handrücken miteinander. Und dann tupft ihr das auf eure Augenringe auf und vermischt das gleichmäßig.
bin auch an dieser Stelle ein bisschen dunkel, deswegen decke ich das auch ab. Wenn ihr es benötigt, könnt ihr darüber dann auch noch eine zweite Schicht Concealer auftragen. Wie gesagt, benutze ich ja eigentlich den Clinique Airbrush Concealer und den trage ich jetzt auch nochmal auf. Und dieser Airbrush Concealer, der ist sehr vielseitig. Der kann auch als Abdeckcreme für Pickel und Rötungen benutzt werden. Und es dient auch als Lidschattengrundierung. Das bedeutet, ihr tragt das auf euer ganzes Augenlid auf. Und euer Augen-Make-up haftet dadurch länger. Und dieser funktioniert genauso wie der Stift von L'Oreal. Hier unten kann man drehen und dadurch wird der Concealer nach oben gepresst. Und das sieht jetzt ein bisschen lustig aus. Indianer-Bemalung. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Concealer wieder mit dem Ringfinger verteilen. Aber da ich der absolute Pinsel-Junkie bin, werde ich hier für meinen Foundation-Pinsel von Esprit benutzen. Und wie ihr seht, sind die Augenringe fast verschwunden. Wie bereits erwähnt, deckt ihr rötliche Stellungen mit einem grünlichen Concealer ab. Und ich benutze hierfür von Catrice diese süße Concealer-Palette, welche auch nicht schlecht ist, aber leider nicht so lange hält und nicht so stark, so ein starkes Abdeckergebnis erzielt. Aber dieses für diesen günstigen Preis eigentlich recht gut. Und ich benutze diese grünliche Farbe hier. Hiermit könnt ihr auch kleine Pickelchen abdecken. Und wir sind fertig. Falls euch noch irgendwelche Fragen auf dem Herzen liegen oder ihr Requests habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!